Ja, da war gerade ein kleiner Schnitt drin. Speicherplatz haben wir wieder alle. Im Hintergrund hört man nochmal die Musik. Tja, es geht ja nicht nur in erster Linie darum, zu erfahren, oder zu wissen oder besser einordnen zu können, was den Deutschen zum Deutschen macht, oder die Deutsche zur Deutschen. Es geht ja in erster Linie, denke ich mal, auch darum, zu wissen, was man eigentlich für ein Tier ist. Ja, wir Menschen sind nichts anderes als ein Tier. Nee, keine Bestie, nicht missverstehen. Oder ist ein geliebtes Haustier eine Bestie? Nö, ist aber ein Tier. Genauso ist der Mensch ein Tier, weil er aus dem Tierreich stammt. Ja, lachen ist jetzt erlaubt. Wirklich, lachen ist erlaubt. Ohne Probleme. Wenn euch etwas anderes erklärt wurde, der Mensch Mensch ist und Tiere Tiere sind, vergesst es wieder. Vergesst es sofort wieder, wenn ihr das erstmal so verinnerlicht habt, vergesst es wieder. Der Mensch ist genauso wie ein anderes Tier, ist ein Tier. Punkt. Das ist die Grundlage. Es gibt Pflanzen und es gibt Tiere auf dieser Erde, in dieser Welt. Erde. Oh Gott. Das, wo drauf hier so hin und her gehen, was 100% uns Halt gibt, was 100% immer unten ist, nach unserem Gefühl, über uns der Himmel oder Dach, in meinem Fall, man sieht ein Dach, jetzt gerade. Ja, eigentlich bin ich gerne draußen. Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass ich halt ein Mann bin oder ein Junge mal war oder irgendwann mal ein Geist sein werde, vielleicht, also männlichen Geschlechts bin. Ja, damit zusammen, dass ich lieber draußen bin. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, was eher sein könnte, das, wieder der Dialekt. Kommen wir gleich drauf erstmal, wo mir das zusammenhängt, dass ich gerne draußen bin. Weil die Vorfahren von meinen Vorfahren, von meinen Vorfahren, also damals vor, sagen wir mal schätzungsweise 2000 Jahren, oder 3000, oder 4000, oder 5000, oder 10.000, oder 100.000 Jahren, die hatten keine Ahnung im Kopf die meiste Zeit, sondern die waren in der freien Natur. Das war hier in der Region, wo ich wohne, also auf den Grenzen innerhalb des Deutschlands, neben dem Rhein irgendwo. Ungefähr Höhe Rhein und Mosel. Aber genauer gesagt in den Grenzen folgender Flüsse. Links Rhein. Unter mir. Also nicht hier unter mir, dort. Das meinte ich nicht. Ich meine von der Landkarte her. Entschuldigung, ich muss euch ja auch erklären, wo dran schreiben, denke. Ja, das wird man leicht, sehr leicht mitverstanden. Ich hatte gerade eine Landkarte im Kopf. Landkarte gibt es oben, unten, rechts, links. Gut. Landkarte gucken wir uns nachher an. Erstmal erklären, weil ihr sollt ein bisschen eure Fantasie walten lassen. Euch etwas vorstellen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Auch wenn ihr das nicht wollt. Die Landkarte kriegt erst nachher gezeigt. Da muss er so lange warten und hört mir halt nicht zu. Wenn ihr mir sowieso nicht zuhören wollt, warum habt ihr überhaupt das Video an? Dann drück lieber das Knöpfchen, beende die Sache und tschüssi. Auf, leb wohl. Okay? Denn, falls irgendeiner das von euch missverstanden hat, ich rede nicht für Abel und Eilen, für die Belustigung der Massen oder euch. Ich bin zwar gerne lustig, ja. Aber die Pause klar und wieder brauche ich nicht zu spielen. Irgendwelche Fragen noch diesbezüglich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht, weil ich habe so eine Art an mir, die sehr wohl auch, sehr ungemütlich werden kann, wenn man einer also blöd kommt. Okay. Gut, ich glaube, wir haben uns verstanden. Also denn dann. Diejenigen, die noch nicht weggedrückt haben jetzt oder beleidigt sind und weghören. Ja, man kann auch beleidigt sein, wenn man das Gegenüber ist, nur zuhören darf. Das ja jetzt beenden, kann das nachher anhören oder kann es ganz weggehen. Gut, also all diejenigen, die noch weiterhören. Und dann gerade haben wir jetzt gerade vom geistigen Auge, wenn es geht, irgendwie. Da gibt es einen oben, rechts, links, unten. Links, der Rhein. Unten, ja. Und die Lahn ist ein Fluss. Nicht so groß wie der Rhein, aber ist ein Fluss. Dann fahren wir jetzt, oder gehen in Gedanken weiter nach rechts. Die Lahn. Upp, bis ungefähr Limburg an der Lahn. Ist eine Stadt, die liegt da zufälligerweise. Und dann gehen wir hoch, weil die Lahn macht dann Bogen bei Limburg an der Lahn. Nach oben hin. Rubbeli, 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 rubbeli. Ungefähr Herborn-Region rum. Herborn ist auch eine Stadt. Die liegt weiter nördlich von Limburg an der Lahn ausgesehen. Da gibt es die Dill, das ist auch ein Fluss. Dann gehen wir, switchen wir über zur Dill.
Bad Dillenburg, dann werden wir früher oder später an dem Fluss Sieg vorbeikommen. Nicht Siegheil oder wir siegen jetzt. Nein, das ist ein Fluss, der heißt Sieg. Der ist aufgelacht, wenn er noch Lust ist. Entschuldigung für Beine und Fletschigkeiten. Mir ist gerade eine Laus über die Leber gelaufen, passiert ab und zu mal. Braucht euch ja nicht persönlich berühren. Wenn doch, dann umso besser. Gut, jetzt sind wir bei der Sieg. Jetzt gehen wir nach links, weil die Sieg fließt dem Rhein entgegen. Ja, ganz einfach mehr. Lass uns jetzt treiben auf der Sieg, diese Breitknoten, möglichst in dem Boot, ja, Bootschiff oder sowas. Lassen wir uns jetzt langsam Richtung Rhein treiben und dann gehen wir dann im Rhein und dann innerhalb dieser Grenzen, also Rhein, Lahn, Till, Sieg. Von diesem Ländle kommen wir aus. An der Stelle machst du eine kleine Pause.